Okay. TM 88, meine Damen und Herren. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Und im letzten Part haben wir die zweite Prüfung abgeschlossen und wieder einen neuen Set-Kristall bekommen, nämlich das Arcium-Set oder den Arcium-Set oder der Arcium-Set. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir jetzt Z-Attacken vom Typ Wasser einsetzen, was natürlich ultra praktisch für unseren Starter Marikek, aka Robber, aka Merle ist. Und wir haben immer noch ein Ei bei uns, das hoffentlich im Verlauf auch irgendwann schlupft, Alter. Drei Teammitglieder haben wir jetzt mittlerweile. Und bevor wir jetzt weitergehen, wollen wir natürlich noch den Rest von Route 5 erkunden. Und hierzu möchte ich jetzt direkt mal logischerweise Arcium Z ausprobieren, was das denn für eine geile Z-Attacke ist. Ich bin ein klein wenig gespannt und wir testen es direkt an dir aus. Das beste Training für Pokémon sind Kämpfe. Ja. Wir hätten theoretisch auch vor der Prüfung die ganze Route schon clearen können, denn am Anfang der Route stand ja jemand, der meinte, er überprüft die Stärke der Trainer, ob sie denn für die Prüfung ausreichend ist. Wir haben es aber auch ohne geschafft. Und der Typ meinte auch, wir sollen jetzt die ganzen anderen Trainer auf dem Weg killen. Das machen wir jetzt. Im Anschluss werden wir dann auch noch gegen ihn kämpfen. So ist nicht. Aber jetzt gönnen wir uns, denke ich, erstmal einen Set-Move. Wir haben die Auswahl zwischen Super-Wasser-Tornado und Super-Wasser-Tornado. Wo ist der Unterschied? Egal. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Mit diesem wunderschönen Z-Move. Diese Tanzmoves haben schon irgendwo was. Muss schon sagen. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal. Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Ich liebe Wasserattacken, ja. Generell der Wassertyp ist. Holy shit, Alter. Das ist so heftig. Es ist so heftig. Es ist zwar nicht sehr effektiv, aber es ist. Es ist heftig, Mann. Alter. Kranker Scheiß. Naja, dann nehmen wir dich jetzt ganz normal raus über den Fund. Solltest du nicht überleben. Tust du auch nicht, aber du hast gesprochen. Egal, wir sind direkt beim Pokémon Center. Das können wir direkt wieder rausheilen. Das ist da kein Problem für uns. Mords hier recht Level 19, das ist auch sehr schön. Ein Weberack. Mit Frubi können wir nicht viel ausrichten. Der AP Pikachu auch nicht, jetzt, wenn man mal ehrlich ist. Wir kämpfen trotzdem mit Frubi, weil es braucht die IP. Es braucht die IP. Und ich denke mir jetzt mal nicht, dass das Weberack irgendwie eine große Herausforderung darstellt. Deswegen frisst den Duplex-Hieb, der hoffentlich ein bisschen reinhaut. Ja, wenn er oft genug trifft. Jetzt noch ein fünftes Mal? Ach, ja, so muss das. Also, wenn er oft genug trifft, dann haut er schon ordentlich rein. Grimasse sind, glaube ich, nur die Initiative um einiges. Das bringt uns jetzt nicht um. Schauen wir mal, wie viel Schaden der Turbodreher macht. Der Nachtnebel von ihm macht auf jeden Fall schon ordentlich Damage. Der Turbodreher macht nichts und das war ein Volltreffer. Ich glaube, wir überlassen es doch LP Pikachu mit, keine Ahnung, Donnerblitz oder so. Donnerblitz. Ja, ein Donnerblitz. Weil wer LP Pikachu auch schon Donnerblitz kann. Ich wünschte, er könnte es schon, aber so weit sind wir dann doch nicht. Ich meine natürlich einen Funkensprung, der hoffentlich genügend macht, um es rauszunehmen. Und das tut er auch. Donnerblitz, Alter. Träum weiter, Mann. Als ob so früh schon Donnerblitz wäre auch irgendwo lame. So, Pokémon-Züchter Guido ist down. Das gefällt mir, meine Freunde. Das gefällt mir. So, da hätte ich gerne die Bären. Eine Pürsif-Bäre. War, glaube ich, gegen Vergiftung. Persimbeere war gegen keine Ahnung was. Und eine Pürsif-Bäre war, glaube ich, wieder gegen Vergiftung. Ich bin mir nicht sicher. Ich will es auch nicht nachschauen. Es juckt mich einfach nicht. Es juckt mich nicht. So, wir heilen auf jeden Fall erstmal die Paralyse wieder weg. Und wir hauen Frubi nach vorne, denn Frubi braucht die Erfahrung. Die IP, Alter, ja? Du brauchst die IP. Weil man natürlich so schnell wie möglich auch Weiterentwicklung hat, nämlich noch eine dritte Entwicklung, wie wir im Pokédex gesehen haben. Dafür muss es aber erstmal die Attacke Stampfer lernen, ja? Es entwickelt sich nur weiter, wenn es die Attacke Stampfer kann.
dementsprechend, ja. Schauen wir mal. So. Was haben wir denn noch so auf dieser Route? Da, genau, da gab's eine TM. So, und da kommen wir hin, wenn wir da durchlaufen. Wirst du kämpfen? Das hiesige Pokémon-Center ist gar nicht mehr weit. Von dort kommst du auch direkt zur Prüfungsstätte im Plätscherhügel. Haben wir bereits abgeschlossen, den Plätscherhügel. Aber im Plätscherhügel war auch noch was. Da war noch ein Item, das wir noch nicht abgecheckt haben. Wo ist denn unser Schutz? Da. Da war noch ein Item, das wir nicht abgecheckt haben. So. Irgendwann mir die TM geben. Ladestrahl. Ich glaube, Epi Pikachu war eher der physische Angreifer, oder? Ja. Yep. Auch wenn wir einen erhöhten Spezialangriff haben durch unser Wesen, was nicht so praktisch ist. Das ist kritisch, das gefällt mir nicht so. So, aber egal. Haben wir die TM schon mal? Sonst ist hier nichts, oder? Nein. Wobei. Nein, nix. Hätte es gedacht, da liegt ein verstecktes Item, aber da ist nix. So, jetzt checken wir hier auf jeden Fall erstmal weiter ab. Machen wir hier schon. Erstmal weiterhin ein. Okay. Okay. Noch eine TM. Folterknecht, okay. Nice. Ich sehe schon, dass wir hier so langsam aufnehmen wollten. Wir können wieder auf die Karte schauen. Zeig mal her. Was ist das? Das ist Route 7. Zoom mal so ein bisschen an. Das ist die Avenue Royale. Das Hano-Hano-Resort. Der Hano-Hano-Strand. Route 9. Kunikuni City. Hier haben wir es doch. Weder Vulkanpark. Da müssen wir dann hin. Ich denke, da gehen wir dann über Route 8. Wobei wir eigentlich gesagt wurde, dass wir zu diesen Mogelbaums gehen sollen. Ja, egal. Sehen wir dann, wie es hier weitergeht. Jetzt erstmal gegen die andere Züchterin hier. Die hoffentlich keine Käfer-Pokémon hat. Wie die andere Züchterin. Ach, ja. Züchterin Manuela. So, was hast du denn? Du hast ein Bubungus. Das ist ein Bubungus. Das ist ein neues Pokémon. Und ich glaube, das ist ein Käfer. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es ein Typ Käfer. Oder Pflanze. Oder Fee. Eins davon auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Wir schauen auf jeden Fall, wie viel Schaden wir mit Duplexit machen. Wenn wir oft genug treffen, machen wir genügend. Viermal. Das greift uns mit der Staune an, okay. Wir machen es einfach weiterhin mit dem Duplexit. Das sollte reichen, wenn wir oft genug treffen. Zweimal treffen wir mindestens. Ja. Und der Megasauger bringt ihm auch nicht so viel. Wobei. Ich hätte auch gern den Megasauger, wenn ich ehrlich bin. Ja, so ein bisschen KP heilen im Kampf ist immer nicht schlecht. Wobei es gegen den Bubungus tatsächlich nicht so viel bringt. Geht's mal stark davon aus, dass es so ein Typ Pflanze ist. So, ja. Greif wieder mit der Staune an. Egal, es sollte jetzt reichen, um es down zu bekommen. Ich bin echt gespannt auf die nächste Prüfung. Wenn wir da Richtung Vulkanpark müssen, dann wird es auf jeden Fall Feuer-Pokémon. Werden es auf jeden Fall Feuer-Pokémon. Das heißt, wir haben dann eine ganz gute Chance mit Merle als Pokémon. Es versucht, Blutstrahl zu erlernen. So. Vergesst Pfund, das brauchen wir nicht. Genauso wie Aqua, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das war jetzt eigentlich dumm. Ladybug. Ja, komm. Epi Pikachu. Hat das nicht sogar, glaube ich, den Flugtypen in sich? Ich weiß es nicht. Käfer auf jeden Fall, aber ansonsten bin ich mir nicht sicher. Es hatte den Flugtypen in sich. Gut. Du hast den Funkensprung von unserem Hornwagen. Und dann ist auch dieser Kampf locker easy gewonnen. So. Oh nein, ich wurde besiegt. Ich muss ein verwundertes Gesicht machen. Lächerlich. So, sonst hatten wir nichts. Nee. Einfach nur einmal außen rum gegangen. Da war ja auch nichts, das haben wir ja gesehen. Da können wir nicht hoch. Ja gut, das war's mit der Route. Bevor ich jetzt mit diesem
krassen Oberficker da am Anfang die Route spreche. Gehen wir aber nochmal zum Plätscherhügel. Zum einen, weil wir jetzt auch hier surfen können. Also, ja, VMs wurden ja komplett abgeschafft. Wie wir mittlerweile verstanden haben sollten. Es gibt jetzt noch dieses Pokémobil. Was ich durchaus gut finde, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das Pokémobil besser als die VMs. Ein Sonderbonbon. Jawohl. Und dann gegen dich kämpfen. Ich bin dann auch gleich von der Pokémon mit der Angel. Nein, sag bloß. Ja, du fängst Pokémon mit der Bratpfanne. Diese Aussagen sind teils so richtig unnötig. Aber wirklich so richtig unnötig. Ich bin Angel. Ich fange Pokémon mit der Angel. Und du hast einen Tentacher. Und das gefällt mir nicht, weil es den Gifttypen in sich hat und damit mein Rasierblatt neutralisiert. Mm. Me don't like this. Me don't like this. Deswegen gehe ich auch wieder auf LP Pikachu. Weil LP Pikachu kann Funkensprung. Ein Funkensprung macht dich trotzdem kaputt. Oder so. Da hilft ja auch deine Umklammerung nichts, die mir einen KP Schaden macht. Das ist unglaublich. Frisst den Funkensprung. Nein, 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 nein. Okay. Sollte reichen. Reicht doch vollkommen aus. Gut. Und Rubi reicht aber 20. Nice. Das ist die Frage, wem gebe ich denn den Sonderbonbon? Ich würde ihn gerne Merle geben. Einfach so, wobei Merle halt bei der nächsten Prüfung krass gepusht werden könnte durch, dadurch, dass es halt Feuer-Pokémon sind. Ja, komm, wir geben denen es trotzdem Merle. Es ist mir kackegal, auch wenn Merle schon Level 24 ist, geben wir den Sonderbonbon jetzt Merle. So, gehen wir her. Level 25. Angriff, okay, eindeutig Spezialangriff. Das gefällt mir. Gut, dann hätten wir das hier abgecheckt. Es lohnt sich nochmal zurückzugehen zu alten Gebieten. Auch auf Melemele gab es ja bei der Meereshöhle, kamen wir ja da irgendwo raus. Und da können wir auch erst jetzt wirklich was machen mit Surfer. So, aber hier unten bin ich ja nur rechts direkt entlang gelaufen und hier links, genau. Da war noch ein Item. Und eine Trainerin. Die hoffentlich Wasser-Pokémon hat. Mein Pokémon und ich sind ganz schön herumgekommen. Nun sind wir hier. Okay. Daumen hoch dafür! Sagt Backpackerin Annika. Und du hast einen Datiri. Datiri war flug. Das ist auch wieder nicht so Fubi. So, habt ihr auch irgendwie mal wieder ordentliche Wasser-Pokémon, die ich mit einem Rasierblatt weghauen kann? Anstatt die ganze Zeit irgendwelche Flug- oder sonst was Pokémon. Das wäre mal durchaus freundlich. Vor allem, weil Frubi jetzt halt dann bei der zweiten Prüfung komplett useless wird, genauso wie LP Pikachu, weil beide sehr anfällig gegenüber Feuerattacken sind. Wie gesagt, ich gehe einfach stark davon aus, dass wenn es heißt Vela Vulkan Park, dass da Feuer-Pokémon sind. Was anderes ergibt für mich keinen Sinn. Weil, wenn ich Vulkan höre, dann assoziiere ich damit direkt Feuer und nicht irgendwie Wasser oder so. Wäre jetzt zumindest logisch. Und Habitak entwickelt sich. Das heißt, wir können das erste Teammitglied gleich wieder austauschen. Habe ich ja nur gemacht, um Ibitak dann auch registriert zu haben im Pokédex. Aber egal, so sehen wir wieder die frische Animation. Bam. Dein Habitak wurde zu einem Ibitak. Nice. Aber da wir das nie benutzen werden, kommt das jetzt auf die Bank. Weil den Eintrag, den haben wir jetzt. Nice. Oh, cool. Melemele Pokédex auf 20%. Du hast alle Pokémon auf einer Seite registriert. Okay. Interesting. Nice. Na egal. Gut, dann hätten wir hier auch alles soweit abgeschlossen. Und können jetzt wieder zurückgehen zum Pokécenter. Und im Anschluss dann zu diesem Babbo-Trainer da am Anfang der Route. Und dann, ja, dann denke ich zu dem Mogelbaum. Erstmal heilen wir aber natürlich unsere Pokémon und tauschen erstmal das wunderschöne Ibitak aus gegen ein anderes Pokémon, das wir nun trainieren werden. Ibitak, du hast dich entwickelt. Du kommst weg.
Wir nehmen, was würde sich relativ früh entwickeln? Ich denke mal, wir nehmen noch ein Alola-Pokémon mit einfach. Na, Alola-Radfatz. Es braucht auch nicht so lange, um es zu entwickeln. Denke ich, hoffe ich. Und wir checken auch gleich mal ab, wie lange es noch dauert wegen dem Ei. Weil das eine ist ja auch nur unnötig einen Platz im Team weg. Irgendwie. So, vielen Dank. Wie sieht's denn aus? Was sagt denn unser wunderschönes Ei so? Recht. Es wird sicher noch... Oh, wir haben halt kein Pokémon im Flammenkörper. Ja, dann ist klar, dass es lange dauert. Ich weiß, aber... Doch nicht so lange. Naja, gehen wir zum Anfang der Route. Reden mit diesem Babu-Trainer. Mit dir. Diese alte Hey gibt alles dafür, dass die Kinder die Inselwanderschaft teil übersteht. Als Prüfungshelfer ist es meine Aufgabe, die Stärke der Teilnehmer zu testen. Zeig mir doch erstmal, wie... Ich hab doch alle besiegt auf Route 5. Oder weil da hinten noch... Du regst mich auf. Ja, oder zählt das hier halt auch noch mit dazu? Ja, dann kann ich doch nicht. Naja. Los, bis Bug Detector und du regst mich schon wieder auf, Alter. Direkt Pokédex. Wo ist Route 6 denn überhaupt? Wir waren doch nicht mal auf Route 6. Mogel. Verpisst euch bitte. Wie sie halt echt wegrennen. Das hat sich bestimmt daran erinnert, wie sie von Tracy und ihrer Z-Kraft nass gemacht wurden. Jetzt sind sie jedenfalls weg und stehen nicht mehr in jedem Weg. Dafür kriegst du ein Geschenk von mir. Da, nimm. Ein Zauberwasser. Vielleicht sind die Mogelbaum ja zum Dome Royal aufgebrochen, um durch Training ihre Angst vor dem Wasser zu verlieren. Kennst du den Dome Royal? Das ist die Heimat des Battle Royal. Voll cool, oder? Das Battle Royal. Okay. So. Route 6. Kriegen wir direkt ein Item geschenkt und ja, jetzt sind wir auf Route 6. Ich darf immer noch nicht auf die Karte. Ich finde das mit der Karte so dumm gelöst. Es tut mir leid. Das ist etwas, worüber ich mich das ganze LP über aufregen werde und deswegen gewöhnt euch dran. Knirps Anthony. Ein Ehrenknirps, du. Oh, musst du Feuer-Pokémon haben, Alter? Ich habe ein Pflanz-Pokémon. Ja, go for it, Merle. Ja, wen soll ich sonst rausholen, Mann? Epikachu ist genauso schnell down bei dem Feuerattacken. Merle hält ihn nicht. Glücklicherweise. Aber macht halt trotzdem 3 KP Schaden, Mann. Hier frisst den Blubstrahl. Ich finde die neuen Animationen der Attacken übelst nice. Also einige haben ja wieder neue Animationen bekommen und die sind richtig fresh, muss ich sagen. Muss man hier schon mal sagen. Mangunior war unser Trumpmon. Das ist egal mit wem. Das ist ja vom Typ normal. Kann ja auch mit, keine Ahnung, was kommen. Mit allem. Außer Geist. Kampfattacken habe ich ja nicht, deswegen, ja. Friss das. Ein Volltreffer und fast down. Krasser Scheiß. Das hat anscheinend keine Verteidigung, siehst du rechts wie ich. Aber ey, nehme ich so hin. Ich meine, umso besser für mich. Aber der Geduld sorgt doch dafür, dass es mit einem KP überlebt. Alter, das ist euer Ernst. Okay, ich dachte schon. Ich dachte gerade. Wollte gerade ausrasten, wenn ich ehrlich bin. Zum Glück habe ich es doch nicht. Oder ich habe es noch früh genug gecheckt. Was kommt hier noch so? Muss auch kämpfen. Ich bin ein Züchter und ziehe Pokémon auf. Nein. Ich dachte, du züchtest Menschen. Wenn ich ehrlich bin. Der William. Mensch. Servus, William. Er hat einen Mogelbaum. Mogelbaum, das gefällt mir schon eher. Das ist so ein Typ Gestein. Dagegen kann ich was machen. Mit Ruby. Wie steif dieses Mogelbaum einfach dasteht. Naja, das ist den hier. Boah.
Mikri heißt es jetzt auch Rasierblatt ein, oder? Ne, es lernt Rasierblatt jetzt. Aber was bringt's dir, Rasierblatt gegen mich einzusetzen? Crash Flegel dagegen macht schon eher Schaden. Heilig Kacke, Alter. Smogibau macht uns mehr Schaden als wie ihm. Und wir setzen eine sehr effektive Attacke ein, so 3 Level über ihm. 4 Level. Aber wir haben doch eindeutig, ja, eindeutig physischer Angriff und Spezialverteidigung. Zauberblatt. Warst du? Zauberblatt war speziell. Rasierblatt hingegen war physisch. Es bringt uns halt nicht wirklich was. Aber ja, komm. Zauberblatt. Nehmen wir einfach mal mit. Radfratz erreicht Level 12. Das ist die Frage, ob da bei dir was im Gras. Da ist eindeutig was im Gras. Lol. Hä? Okay. Der M88, meine Damen und Herren. Ich finde diese Stadt hier immer noch mega nice, muss ich sagen. So. Route Nummer 6. Ja. Schön in ein wildes Pokémon rein. Pepek haben wir mittlerweile, glaube ich, gefangen, oder? Hoffe ich doch. Wenn nicht, dann hasse ich mich selbst. Wir haben immer noch kein Pepek gefangen. Was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Wieso haben wir immer noch kein Pepek? Wir können noch immer noch kein Pepek haben, Alter. Wir brauchen Pepek. Dann warum nutzt es der Trümmer? Ja gut, du senkst die Verteidigung. Ich dachte, dass wir schon längst eins haben, Alter. Was ist denn los? Christus im Himmel. Wir haben schon lange kein Pokémon mehr gehabt, das nach einem nach Hilfe gerufen hat. Ich verwende jetzt den Hyperball, weil es nicht weiter schwächen wird. Aber hey, das Pokémon auch mal nicht nach Hilfe rufen, ist doch auch mal was. Und wir haben ein Pepek. Alter, krass, dass wir einfach noch kein Pepek hatten. Ich dachte ohne Witz, dass wir schon lange eins haben, aber so krass kann man sich täuschen. Naja, jetzt haben wir es ja nachgeholt. Jetzt passt das alles. Finally. Hat natürlich auch 3 Entwicklungen. Was hat 21% vom Millimeter-Pokédex. Sehr gut. Nein, ich möchte dir keinen Spitznamen geben. Und du gehst in die Box. Schaffen wir es aus dem Gras? Jawohl. Naja gut, was auch immer da unten abgeht, meine Damen und Herren, das erfahren wir erst im nächsten Part. Deswegen, wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst es noch oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, indem man das Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in Pokémon Mond. Also rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.